und danach passierte nicht mehr viel. Ernüchterung bei Thomas Stamm. Fühlt sich gerade an wie eine Niederlage. Und am Ende blieb es beim 0:0. Dynamo damit in Summe noch sehr gut bedient. Dresden gefrustet. Also wir waren sehr unsauber, sehr, sehr unsauber, ungewohnt unsauber, viele Ballverluste. Schlägt Borussia Dortmund tatsächlich den Tabellenführer. Das Dynamo Dresden Formtief. Als Dynamo Dresden-Fan hat man die letzten Jahre immer so ein gewisses Déjà-vu. Es fängt gut an. Man bekommt schon am Anfang ein sehr, sehr hoffnungsvolles Gefühl, dass es diese Saison aber wirklich klappt mit dem ersehnten Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dynamo reiht sich auch in den oberen Tabellenplätzen ein, nur um dann ein Formtief der Extraklasse hinzulegen, alles Geschaffte über Bord zu werfen, den Aufstieg wieder knapp nicht zu schaffen, um dann nächste Saison wieder den Aufstieg als Pflicht zu betiteln. Ach ja, habe ich gerade Erinnerungen geweckt? 4 Spiele, 2 Unentschieden und 2 Mega-Enttäuschungen sowie unendlich viele vergebene Chancen bilden die aktuelle Bilanz der SGD. Aktuell herrscht ein regelrechtes Formtief und selbst Siege fühlen sich nicht feierwürdig an, da man auch bei diesen Spielen nicht wirklich vom ansehnlichen Fußball sprechen kann. Bis vor kurzem konnte sich Dynamo noch auf dem ersten Tabellenplatz hochhangeln, wenn auch knapp. Denn ein Remis gegen den frischen Aufsteiger aus Aachen sicherte uns eben den wichtigen Vorsprung, um die Tabellenführung klarzumachen. Ein sehr unbefriedigendes Spiel. Ein 1:1 zu Hause gegen den frischen Aufsteiger, aber es hat dennoch gereicht. Jedem ist, glaube ich, klar, dass bei so einer knappen und wackeligen Führung jedes Spiel, jeder Sieg und jeder Punkt essentiell ist. Vor allen Dingen, wenn man ja als vermeintlicher Aufstiegsfavorit gilt. Dann noch das Glück zu haben gegen Dortmund 2, die ja auch nicht wirklich den berauschenden Saisonverlauf hatten, eben die Möglichkeit zu haben, genau gegen diese Mannschaft die Führung auszubauen und zu stabilisieren, ist eigentlich wirklich wahnsinnig von Vorteil. Solange man diese Chance auch nutzt und sich nicht von einer U23-Mannschaft regelrecht vorführen lässt. Meiner Meinung nach befindet sich die SGD spätestens seit dem Spiel gegen Rostock in einer Art, ja, Formtief, muss man sagen, aus dem es spätestens jetzt so schnell wie möglich gilt, rauszukommen. Zum Zeitpunkt dieses Skriptes steht Dynamo, auch wenn knapp, noch auf Platz 1 der Tabelle. Wo werden sie wohl stehen, wenn du das Video jetzt siehst? Schreib's mal in die Kommentare. Was meinst du, woran liegt dieses Formtief aktuell? Es kann viele Gründe haben. Die einen schieben es auf die Spieler, die anderen auf den Trainer, die anderen auf die Rotation der Formation. Es kann und wird wahrscheinlich einige Gründe haben. Eins steht fest, wir, der Trainer und die Mannschaft, wissen, wenn man wirklich ernsthaft um den Aufstieg kämpfen will, und ich glaube, das wollen und müssen wir, muss sich da schleunigst was ändern. Das kommende Wochenende ist ja erstmal Pause. Wir gehen in den Sachsenpokal gegen Chemnitz und ich hoffe, wir können uns da einfach warm schießen für die Liga und man schafft es wirklich, diese Mannschaft wieder stabil zu fangen, damit das wirklich was wird. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber solche Spiele wie gegen Aachen oder gegen Dortmund, aber auch das Spiel gegen Ferl, das waren alles keine schönen Spiele. Und wenn sich das so durchzieht, dann sieht echt nicht gut aus. Lasst uns dennoch auf jeden Fall weiter belieben in die SGD. Wenn sie ihre eigentliche Form wieder erreichen kann, dann bin ich mir sicher, wird es auch was mit dem Aufstieg. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wo die SGD zum Ende der Saison stehen wird in der Tabelle. Ansonsten danke, dass du bis hierhin drin geblieben bist. Wir sehen uns dann sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bisschen rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.